Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe etwas Neues und zwar wollte ich das einmal ganz kurz vorstellen. Es ist diese Katze hier. Das ist ein Richtmikrofon für das Handy. Und zwar setze ich jetzt mal ganz kurz, nur damit man das auch mal mitkriegt. Die Aufnahme jetzt hier, die könnte ich auch hier per Bluetooth starten. Aber ich wollte einfach, wie ich ja schon mal gesagt hatte, kein vernünftiges Mikro. Wenn dann die Kamera weiter weg ist, kann man das nicht richtig hören. Und deswegen nehme ich den Rest jetzt hier mit dem Handy weiter auf. Das hier werdet ihr jetzt gleich nochmal hören. Die Aufnahme jetzt hier, die könnte ich auch hier per Bluetooth starten. Aber ich wollte einfach, wie ich ja schon mal gesagt hatte, kein vernünftiges Mikro. Wenn dann die Kamera weiter weg ist, kann man das nicht richtig hören. Und deswegen nehme ich den Rest jetzt hier mit dem Handy weiter auf. Und das hier werdet ihr jetzt gleich nochmal hören. Ja, und wie ihr seht, hinter mir mein Rechner. Ja, und das Richtmikrofon, ja, habe ich gesponsert bekommen von einem lieben YouTuber, der auch nicht genannt werden wollte. Und werde ich natürlich auch nicht tun, ganz klar. Und ja, ich will jetzt demnächst, da ja meine Action Cam, ja, Geist aufgegeben will ich nicht sagen, aber es funktioniert mit dem Audiosignal nicht mehr so gut. Es hat einen Micro-USB-Anschluss und sobald das Kabel ein bisschen wackelt, ja, ich hatte auch schon dran gedacht, das Kabel reinzustecken, einen Tropfen Sekundenkleber drauf, damit es fixiert ist. Dann komme ich aber nicht mehr an die SD-Karte dran. Dann kann ich die nicht mehr rausnehmen. Ja, und die Kamera direkt auslesen kann ich dann auch nicht mehr, weil der USB, der Micro-USB-Port hier dann belegt ist. Also, ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie wieder hinkriege. Gut, Kalle gibt nicht auf, Kalle bastelt weiter. Irgendwann kriege ich das hin. Ich weiß nur nicht, woran es liegt, weil ich habe schon die Kontakte sauber gemacht mit Reinigungsmittel und einer kleinen Zahnbürste und dazwischen drin rumgekrabbelt und das versucht sauber zu kriegen. Da, also, trotz alledem, sobald eine Bewegung drin ist, knatscht das. Aber darum ging es jetzt nicht. Es ging jetzt hier um dieses Mikro, was ich da jetzt habe. Das ist dann auch noch Gummi gelagert, damit da auch keine Geräusche von kommen. Es ist nicht von Rode. Was für ein das jetzt war. Ich habe den Karton schon nach da oben geballert. Ja, aber die Marke ist auch unwichtig. Ich will auch hier keine Werbung machen. Ja, und deswegen nur ganz kurz. Demnächst wird es wohl ein bisschen besser werden, hoffe ich, dass die Audioqualität besser wird, indem dieses Richtmikrofon, das wird hier oben nur drauf gesteckt, ich kann es auch oben drehen, wenn ich die andere Seite der Kamera nehme und nicht die Selfie-Kamera, dann wird es auch so wohl besser werden, hoffe ich mal, ja. Ich habe schon einmal kurz reingehört, war von der Audioqualität eigentlich begeistert. Man kann echt nicht meckern. Und ich bin zufrieden. Ich brauche kein Kabel mehr. Ich habe ja immer dieses Kabel noch hier immer verwendet. Und dann musste ich aber auch so nah dranbleiben. Und das ist das alles, was ich auch nicht wollte. Ja, und so hat mir jemand dieses Mikro gesponsert. Ja, dafür herzlichen Dank an denjenigen. Ja, und wir werden ja jetzt
Das erste Mal hört man jetzt auch, ob die Audi-Qualität auch wirklich gut ist davon, ne? Ich habe es mir ja auch selber ausgesucht. Es stand ja in meiner Amazon-Wunschliste drin, die ja immer unten in den Kommentaren ja auch drin steht, zum größten Teil, hoffe ich, wenn ich es nicht vergesse. Aber ist ja auch nicht so wichtig, also darum geht es auch gar nicht, ja. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt hier großartig immer in die Wunschliste gucken sollte. ja, also werde ich dieses jetzt erstmal damit reinschneiden in das Video, in mein Kardin Live, weil wenn ich Kardin Live starte, und da werde ich jetzt den Film schneiden und da kommt dieses Video mit rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.